Hier im Garten hat mal eine Hausparty mit über 40 Personen stattgefunden und drei davon waren so fertig, dass euer ehemaliger Teppich bekotzt wurde und jemand anderes auf Toilette außersehen daneben gekotet hat. Nein! Gab es bei Hauspartys hier mindestens schon 5 Einsätze von Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei. Ich habe in London vor die Mauer des Buckingham Palace... Warum rennst du denn weg? Oh Mann! Die will nicht mit dir kuscheln. Ich glaube, die hat keinen Bock mehr auf mich. Warum versteckst du dich da? Vielleicht weiß sie auch nicht mehr, wer du bist. Katzengulasch. Aber so richtig möchte sie nicht mit dir kuscheln. Ich tue dich jetzt in den Pool zur Strafe. Boah. Ja. Ich glaube, ich ziehe mal. Ja, hol die Schrotflinte, da ist eine Ratte. Wenn dann die ganze Schminke runterläuft. Du siehst auch so scheiße aus. Gar nicht wahr. So, und du tunkst uns dann da rein? Ja. Trink das, Lampe. Sehe ich gut aus? Nein. Wir üben das schon mal. Nein. Doch. Nein. Doch, Lampe, ja. Ha. Aber willst du noch ein Stückchen näher rangehen? Zum Tim? Ja, sehr gerne. Ach so, ja, na gut. Also hast du doch was mit ihm am Laufen, ja. Jetzt kommt's raus. Hallo, Freunde der Sonne. Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir drehen heute nochmal, wie sich das viele gewünscht haben, etwas mit meiner Mutter. Und zwar testen wir einfach mal, wer von den beiden mich besser kennt. Also ich habe mir einige Fragen ausgedacht und die Person, die es falsch beantwortet, wird von mir in das Wasser reingetunkt. Unmittelbar und schnell. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und ich habe es gerade erst erfahren. Also ich bin mal, ich habe ja gedacht, die würden sich mal was Schönes ausdenken. Das ist doch schön. Das ist schön. Beschwer dich nicht. Nein, genau. Beschwer dich nicht, sonst kriegst du keine Placements mehr ab. Keine was? Ja, der nette Teppich ist schön, oder? Ach so. Okay, also ich würde sagen, dann legen wir mal los. Das erste ist eine Frage und zwar, wie häufig wurde ich schon am Knie operiert? Dreimal. Zweimal. Dreimal. Jan. Ich habe doch nur nachgedacht. Ja, du hast falsch gedacht. Ich war schon mal stationär in der Psychiatrie, weil ich durch missverständliche Ticks aus Versehen eingewiesen wurde. Ja. Das stimmt auch. Die Geschichte ist legendär. Ja. In welchem Jahr habe ich die Schule abgeschlossen? Nein, das will ich mal machen. 2017. Jetzt kann ich jetzt überlegen. Jetzt deine Antwort. 3, 2, 1. 2018. Ich habe gemeinsam mit Tim 2015 die Schule abgeschlossen. Was? Ist das schon so lange her? Ja, 5 Jahre. Vor allem, ich hätte das selber wissen müssen. Ich habe auf einer Veranstaltung mal Weingläser geklaut, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine eigenen hatte. Ja. Nein. Warum weißt du sowas? Nein, ich hab geraten. Deine Hand? Oh mein Gott, ich hab das schon in meiner Unterhose drin. Echt? Ach, hast du dich eingenässt? Zeig mal. Du kleines Wuschelein. Oh, der hat sich eingenässt. Boah. Du kleine Dirne. Ich musste wegen einer Infektion schon mal einen Monat in häusliche Quarantäne. Nein. Nee. Als ob! Ich hab doch noch gar nicht geantwortet. Du hast gesagt, nee. Ich hab... Schweinegrippe-Flashbacks von 2009. Das war doch keine Quarantäne. Doch, es war Quarantäne. Du warst mit dabei. Läuft meine Schminke schon? Ja, du siehst aus wie die rothaarige Hure, als die Titanic gesunken ist. Nur schlimmer. Zugecrackter. Und genauso nass. Heute schütte ich mich zu. Wohin ging mein erster Flug? Ins World Trade Center rein. Nee, das bezweifle dahin ich. Dahin nicht. Nella. Nach Spanien. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, okay, lass ich gelten. Ihr hattet beide recht. Das ging nach Mallorca. Als ich 2 Jahre alt war, habe ich mal mit meiner Kacke geworfen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Nein. Richtig. Was? Warum machst du denn sowas? Ja, ich wusste, dass du jetzt so verstört bist, weil die Geschichte kennst du echt doch nicht. Da hatten wir einen Babysitter organisiert, weil wir auf einer Geburt waren. Du hast auf den Babysitter einen Cocky geworfen. Und dann hat er immer gerufen, Ulrike, komm mal ins Zimmer. Und die hat gedacht, der macht Quatsch. Und dann sagt er, wenn du jetzt nicht kommst, dann werfe ich mit meiner Windel rum. Ja. Alter, dein Herr. Dann hat er das gemacht und... Alles voll. Und danach kam die aber nie wieder, ne? Das glaube ich sogar. Ja. Seid ihr jetzt alle verstört? Ja. Aber du bist bis jetzt noch trocken geblieben, relativ, oder? Guck mal, ich bin voll am Trocken. Die ist nicht mehr trocken, die hat schon wieder gesoffen. Und du bist auch nicht trocken, du bist feucht, du hast dich eingenässt. Ja. Durchfallfresse.
Ich habe mal die Vitrine meiner Mutter zerstört, weil ich rumgesprungen bin und es dann erfolgreich auf die Katze geschoben. Ja. Ja. Aber das erfahre ich gerade erst, ne? Ich habe bis eben geglaubt, das war die Katze. Nach 5, 6 Jahren kannst du es ja erzählen. Ist ja interessant. Da standen voll die guten Gläser drin, ne? Ja, standen, genau. Ich habe mal mehrere Tage am Stück die Schule geschwänzt, um Sims 3 zu spielen. Ja. Nein, Jan, ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, doch. Ich mit 13. Wusstest du das nicht? Nein. Ich habe ja von den Sims 3 Familien so Stammbäume erstellt und da hat meine Mutter sich gedacht, okay, irgendwann ist es dann doch gut, der treibt es ein bisschen zu weit und dann hat die entfernt. Ja, genau. Wie viele Fehlerpunkte hatte ich in der theoretischen Führerscheinprüfung? Können wir es schätzen oder müssen wir die genaue Anzahl sagen? Möglichst genau, am besten ganz genau. 75. 60. Ich hatte 71 Fehlerpunkte, das heißt, der Tim liegt näher dran und du musst baden gehen. Ja. Ja, toll, ne? Hier im Garten hat mal eine Hausparty mit über 40 Personen stattgefunden und 3 davon waren so fertig, dass euer ehemaliger Teppich bekotzt wurde und jemand anderes auf Toilette außersehen daneben gekotet hat. Nein! Also über 40 Personen. Also sag 3, 2, 1. Nein. Ja. Jan! Ist nicht dein Ernst! Es tut mir leid, das ist mittlerweile, das ist 5 Jahre her. Ja toll, da kannst du schmusen jetzt. Es ist alles beseitigt worden. Ich bin fassungslos. Das war der legendäre 17. Geburtstag. War das, wo der Rettungswagen kam und die Nachbarn haben mir Bescheid gesagt? Ja. Okay, wir machen weiter. Vielleicht kommt gleich noch mehr raus. Ich kann da nichts für, ich war nicht die Person, die daneben gekotet hat. Nein, das glaube ich, glaub ich dir auch. Klatschpack. Ich habe mich vor unserer YouTube-Zeit mal betrunken bei Big Brother beworben. Ja. Nee. Das war doch gar nicht Big Brother. Das war Big Brother. Das war die neue Version davon. Ich dachte, das wäre eine andere Serie gewesen. Ich habe mal ein Vorstellungsgespräch in Hamburg verpasst, weil ich im ICE eingeschlafen bin und dann bis Kiel gefahren bin. Ja, das glaube ich schon. Nein. Als ich sturmfrei hatte und noch zu Hause gewohnt habe, gab es bei Hauspartys hier mindestens schon 5 Einsätze von Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei. Nein. Nein, Jan. Das glaube ich jetzt alles nicht. Das ist Jahre her, das ist verjährt. Jetzt ich bin okay. Sprachlos. Warst du da auch immer dabei? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich wurde nie zu diesen Partys eingeladen. Okay, jetzt. Ich habe eine Zeit lang mal abgelaufenes Essen in offene Fenster von Nachbarn geworfen, als wir noch in den Terrassenhäusern waren. Ja. Stimmt. Gott, wie peinlich ist das denn? Die meisten von denen sind eh schon unter der Erde, das ist egal. In welchem Jahr habe ich das Tauchen gelernt? Kackermaus. Oh. Wo du 8 warst. Deine Antwort war schon mal falsch. 2004. Da war ich 6, nein. Ich habe mal eine tote Maus, die zuvor von meiner Katze getötet wurde, in den Briefkasten eines Nachbarn geworfen. Ja. Stimmt auch. Das weiß ich nämlich noch. Du bist so ein Horror-Nachbar einfach, ne? Ich habe als Kleinkind mal meine Uroma im Schuppen eingesperrt, weil ich dachte, dass Versteckenspielen so funktioniert. Ja. Das stimmt. Oh, zum Glück, ey. Die arme Uroma, aber sie wurde sehr schnell wieder befreit. Ey, du warst irgendwie ein richtiges Terrorkind, so von dem, was man so hört, ist das irgendwie ein bisschen komisch. Ja, sehr kreativ. Ja, auf jeden Fall. Ich habe in der Grundschule mal das Gerücht verbreitet, dass ich eine Rolle in dem Film Titanic hatte und die anderen Kinder haben es geglaubt. Nein. Ja. Warum machst du sowas? Ich war ein besonderes Kind. Ja. Und warum? Deine Mutter weiß das halt auch noch. Du bist heute noch besonders. Ja, als ihr im Urlaub wart und ich sturmfrei zu Hause hatte, habe ich heimlich mal versucht, mit deinem Auto zu fahren. Nee, das hast du nicht gemacht. Nein, habe ich auch nicht gemacht. Oh Gott, ich dachte schon. Penis. Okay, das reicht doch, glaube ich, oder? Ich habe in London vor die Mauer des Buckingham Palace gepisst. Nein. Doch, hast du. Nein. Nein, habe ich echt nicht. Aber der Papa hat das gemacht. Das ist ein ganz Versauter. Ein ganz Versauter. Ja. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Habt ihr wahrscheinlich Spaß gemacht, oder? Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie bist du so mit, wie kannst du so mit den neuen Erkenntnissen umgehen, Mama? Ja, ich muss das noch verarbeiten innerlich.
bin noch ein bisschen geschockt. Da, ja, Kackenbaum. Ich muss, ja, da genau, das ist hier alles passiert. Die Schande ist hier passiert. Ja, genau. Ja, genau. Hm. Na? Eigentlich müssten wir das jetzt überkippen. Nein, ich habe das Mikro an. Okay, das wäre nicht gut. Das ist jetzt eine tolle Ausrede. Ja. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, ich fand es sehr lustig mit euch. Ja, das freut mich. Danke, dass du dabei warst. Ja, Leute, falls ihr Bock habt, dass wir sowas nochmal machen, schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten hoffen wir, dass wir uns bei einem von unseren nächsten Videos wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Liebe tschüss. Grüße. Ciao. Tschüss. Und schaut bei Marions Instagram vorbei. Ja, genau. Du bist sehr aktiv auf Instagram, ne? Ja. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces.